So, guten Tag, Leute. Ich wollte euch hier mal einen kurzen Überblick geben, was ich denn eigentlich sonst noch so für Tiere habe, jetzt mal abgesehen von meinen Ameisen, die ihr ja schon kennt. Und ja, ich habe hier einmal meine riesen Nashornkäferlarven. Das sind Calcosoma caucasus für die Leute, die die lateinischen Namen interessieren. Und ja, ich habe jetzt die letzten 2 Monate da drin in dieser Box in Ruhe gelassen und wir wollen mal sehen. Also, könnt ihr mal gucken, das ist so eine 60-Liter-Box einfach. Mit so ein bisschen verfaultem Holz drin. Und wir wollen jetzt einfach mal sehen, wie groß die gewachsen sind oder ob die überhaupt gewachsen sind in irgendeiner Form. Also man kann jetzt hier an dem Stamm sehr schön sehen. Hier, das haben die alles schon so ausgenagt. Muss man gerade gucken, ist da eine Larve drin? Nee. Also die haben das praktisch hier nur so rausgefressen. Also hier sind jetzt, soweit ich das hier erkennen kann, keine Tiere mehr drin. Gut, das ist aber gar nicht schlimm. Dann lege ich das einfach mal hier kurz beiseite. So, denn hier ist auch noch was. Nee, also ich denke mal. Oh, oder? Oder? Es könnte doch noch was hier drin sein. Nee, also ich denke mal, das ist einfach nur rausgefressen hier, das komplette Innere. Aber wow, das ist ganz schön viel. Ja, gut. Ich lege das jetzt mal hier beiseite, diesen Klotz Holz, den hier auch. Ja, dann sehen wir jetzt hier diese Mulde, wo das Holz gelegen hat. Und hier sollten sich jetzt auch gleich ein paar Larven zu erkennen geben. Hoffe ich zum. Oh, ja, da bewegt sich was. Ja. Oh, joi, ist aber groß geworden. Huch! Also ich muss sagen, letztes Mal waren die noch kleiner. Oh, aua. Das hat ziemlich gebissen. Toll. Ja, also es ist ja prinzipiell so mit diesen Larven. Also, dass sie es halt ziemlich warm brauchen. Zumal auch die hier jetzt ja aus Asien kommen. Also ja, eher schon noch so an Europa dran, aber schon eher in die Richtung Asien. Und es ist so, dass die halt auch viel Feuchtigkeit und so brauchen und Wärme. Und ja, der Kleine hier scheint es ganz gut zu gehen. Die hat jetzt eine Größe von ungefähr 10 Zentimetern. Nee, weniger. 7, sowas. 7, 6, 7 Zentimeter. Ich schätze mal, die wiegt um die 150, vielleicht sogar 200 Gramm. Die ist schon relativ gut im Futter. Und ja, das ist auch schon eine schöne L3. Also für die Leute, die es nicht wissen, bei Käferlarven teilt man die Größen jetzt so ein. Es gibt L1, das sind die ganz kleinen. Dann gibt es L2, das ist so eine Zwischenstufe. Und L3, das sind halt diese Larven, bevor sie sich eben verpuppen. Die hier wird sich noch nicht verpuppen, weil die ist noch viel zu klein. Naja, gut, klein ist relativ, aber zu klein, um sich zu verpuppen für ihre Art. Und ja, theoretisch gesehen müssten hier 9 Stück drin sein, aber. Ja, also theoretisch gesehen, wir könnten die jetzt suchen, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Du bleibst erstmal schön hier. Die ist auf jeden Fall ziemlich groß, diese Larve schon. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist ein schönes Lärvchen. Puh, jetzt ist mich wieder gebissen. Naja, gut. Ich würde sagen, denen geht's gut. Ich brauche jetzt nur noch mal kurz so einen kleinen Einblick, wie es denen denn hier so geht. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, wenn ihr mögt. Und ja, den Kleinen hier scheint es ja ganz gut zu gehen. Ich lege jetzt hier das Stück Rinde Schrägstrich Holz wieder drauf. Holz ist das ja im Prinzip nicht mehr so ausgenagt, wie das ist. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal kurz die Box von oben. Das ist halt so eine Box. Hier, im Vergleich zu meinem Fuß. Das ist halt einfach so eine 60-Liter-Box. Kriegt man in jedem Baumarkt. Die habe ich jetzt so ungefähr bis zur Hälfte gefüllt mit Holz und solchem Zeug und da drin leben halt jetzt diese Larven. Also nur für die Leute, die es interessiert. Also ja, auf jeden Fall gebt einen Daumen hoch für den kleinen Ratz, der da gerade verschwunden ist. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, noch schöne Feiertage und dann ciao, bis zum nächsten Mal, euer Bombi Blast. Ciao.